Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Resident Evil Village Folge. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast direkt ein Abo dagelassen, weil du meine Hasenmütze gesehen hast. Dass der noch lebt, ist eine Frechheit. Der zappelt noch. Komm mal, auch sie heißen euch willkommen. Die sind direkt hergekommen, um euch zu begrüßen. Oh, wir haben ja wieder ein bisschen Munition. So, das haben wir alles hier. Ba, ba, ba. Motor starten mit dem Bootschlüssel. Geht's jetzt voran hier? Rum, zum, 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 zums. Schuss rein, drehen und go. Muss ich selber steuern? Der Stausee. So, jetzt ist die Frage. Kommen wir da zur Schatzkiste hin? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie einmal ringsrum, oder? Also es ist nicht so einfach, da einfach hinzufahren. Nö. Ich glaube, da kommen wir so noch gar nicht ran. Wir müssen wahrscheinlich hier durch, guck mal, hier so durch und irgendwie, irgendwann kommen wir einmal hier wieder zurück. Uiuiui, ist das groß. Wirre, glibber, glibber. Haben wir eine Waffe? Nee, haben wir nicht. Das heißt, wenn wir angegriffen werden worden würden... Was war das? Cabrador. Cabrador, Cabrador. Hinterher! Jetzt sterbe ich bestimmt wieder, oder? Da kommen wir nicht lang. Alles klar. Ja, ich packe gleich meine Angel aus und dann fange ich den Wurm. Puff. Perfekt eingepackt. Weiter geht's. Meine Nase juckt. Ich rieche Gefahr, nämlich. Komm ich rein? Was ist das denn? Schon wieder Ausrüstung. Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Wer? Wer bist du? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan. Hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Ist es Chris? Schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende. Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Das ist Alpha. Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Pass auf! Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht schwimmen kann? Gluck, 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 gluck. Hunde paddeln. Hab's geschafft. Shit, bleib weg! Ist er der Fisch? Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich hab keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda. Bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du?
Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott. Mutter. Warum? Warum? Tod easy. Ja, ich würde sagen, das ist... Ich würde sagen, das ist ein Fisch. Ein kleiner Fisch. Uiuiui. Ich glaube, er ist vom Garados geworden. Hui. Hier müssen wir doch eigentlich safe sein. Das ist massives Stein. Ja, das ist alles weg. Einfach. Okay. Gut. Verdammt, was jetzt? Hier runter, ne? Moriaus Klinik nach links. Da lang. Aber da kommen wir ja eh nicht lang, oder? Nö. Gut, nicht nach links. Wir gehen nach rechts. Ich wäre so oder so nach rechts gegangen. Du. Geflutet, hat er gesagt. Sag mal da ruhig da hinten! Was haben wir hier denn? Oh, ein Cube-Rätsel. Blau, blau, blau. Rot, rot, rot. Blau, blau, grün, schwarz. Untersuchen. Wenn ich das Wasser ablasse. Mist, kein Strom. Kein Strom. Oder hier, Knöpfe drücken. Anscheinend brauchen wir aber erstmal Strom. Okay, Betriebsanweisung der Stausee-Fernhaus. Starkregen kann den hiesigen Wasserlebewesen schaden. Zur Vorkehr sollte daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Erstens, setzen Sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Zweitens, bedienen Sie den Hebel im Pförtnerhaus, um das Schleusentor zu öffnen. Also, kurbeln und anmachen. Einfach. Kein Wunder, dass Schwein das geschafft hat. Das ist ja A, nur zwei Arbeitsschritte und B, kurbeln und schalten. Was? Hä? Ist da jemand? Wer bist du? Ach! Diggerchen ist da. Wie komme ich denn zu Diggerchen? Hier durch? Diggi, was machst du hier? Irgendwas stimmt mit dem auch nicht. Also ich meine, er sieht ja auch nicht gerade menschlich aus mit seiner Wampe. Er ist so riesig, Wampe, dies, das. Die Kreaturen lassen ihn in Ruhe. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Hat er neue Sachen? Nö. Aber wir können hier das Dingsen hier abgeben. Ein... Danke, dann will ich mal. Kommt sofort. Jetzt kriegen wir eine schmackhafte Suppe. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Siorba de Boss. Eine schmackhafte Suppe mit dem Erlesenen beim Blocken der Lindenwolle beträchtlich reduziert. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Ich blocke aber nie. Ich vergesse immer zu blocken. Mit dem erlesenen Fleisch eines seltenen und nur hier beheimateten Schweins. Der hohe Eiweißanteil verwandelt jeden noch so mächtigen Körper in ein Bollwerk. So, ich möchte aber gerne danach auf jeden Fall das hier haben. Also, bumm. Ein Flügel. Also, wir brauchen ein Hühnchen, dann kriegen wir auf jeden Fall steigert Gesundheit beträchtlich. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Ich bin gespannt auf die nächsten Zug. Schnauze. Ich speichere jetzt erstmal ab hier. Tüdelü. Soll ich aus Versehen den Spielstand von meinem Schwein löschen? So ganz aus Versehen, so hups. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier ins Häuschen? Also das scheint eine Sackgasse zu sein. Okay, Häuschen auf! Was haben wir hier? Chemikalien. Ich brauche eigentlich Kraut, aber Kraut findet man hier so wenig. So unfassbar wenig.
Und jetzt, oh, Kraut. Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lang. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist die einzige Ersatz, den wir haben. Das Geflügel. Bleiben Sie stehen. Hey! Geflügel. Ui, ui, ui. Erwischt. Komm her. Erwischt. Dann können wir direkt unsere Gesundheit steigern. Was ist das? Metallteile? Hier geht's nicht durch. Hier haben wir eine interessante Schatulle mit einem Kristallfragment nur. Okay, dann gehen wir kurz wieder zurück. Ich will mal eben meine Gesundheit steigern. Busch. Ich hab nochmal Hunger. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Nach was Essbarem hier. Danke, dann will ich mal. Ein herzhafter Eintopf mit saftigem Fleisch eines seltenen und nur hier beheimateten Vogels soll angeblich die Lebenskraft stärken. Et voilà. Et voilà. Bitte bedien dich. Tushitura de Puy. Die maximale Gesundheit wurde beträchtlich erhöht. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. So, das haben wir hier noch. Oder waren wir hier? Ne, hier brauchen wir nur Fisch, okay. Ja. Nur nicht nachlassen. Zwei Geflügel brauchen wir nur noch. Sonst haben wir alles. Ja, und die zwei wissen wir ja, wo es die gibt. Dann haben wir alles an. Das wird ein Fest machen. Ja, ich speichere nochmal. Mal werden. Jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Ich muss echt mehr blocken. Ich muss wirklich mal mehr blocken, ne? Und nicht immer sterben. Pistolenmunition? Aber ich halte mich doch gut, oder? Also so viel bin ich ja jetzt auch nicht gestorben. Das war jetzt einmal, wo er durchgehüpft ist, bin ich gestorben. Und einmal durch das Ekelbaby, wo es mich aufgefressen hat wie so ein Schokobon. Hier war noch was. Kann ich die abnehmen? Und abgebrochen. Echt jetzt? Tja, das wäre auch sonst zu einfach gewesen. Und jetzt haben wir hier wieder ein Loch. Okay, wir haben mittlerweile drei Löcher, wo wir was reinpacken können. Also eine Kurbel reinstecken können. Aber es gibt ja noch eine Ersatzmühle. Eine Ersatzkurbel. Eine Mühle Nummer 2. Nummer 2. Die steckt in deinem Po. Hallo. Jetzt kommt der Fisch, oder? Uiuiuiui. Mann, gut, dass da zufällig so ein Floß ist. Zack. Ich frage mich, ob das alles. Ah, Schnauze. Ja, ja. Es riecht ja so nach Fisch. Ja, was ist das? Willst du nicht fallen? Du bist ganz schön hässlich. Wie kriegen wir den denn jetzt zum Umschubsen? Muss der Fisch dagegen donnern? Hui! Kannst du mal dafür sorgen, dass der hier umfällt? Fehler vom Spiel? Muss ich dagegen schießen vielleicht? Ich schieß mal gegen. Pum. Ja, natürlich. Dass das nichts bringt, hätte ich vorher schon gewusst. Was müssen wir denn jetzt hier machen?
Der frisst mich gleich. Und ich weiß nicht warum. Wieder zurück. Oh, ein bisschen nass geworden. Runter? Okay, ich geh runter. Ich geh runter. Aber hier ist nichts. Hä? Wie krieg ich denn den jetzt zum Umschubsen? Guck mal, der wackelt doch so. Da muss er runter. Da ist Fischi. Fischi ist da, Fischi kommt jetzt von da. Da ist doch noch was. Alter, wie versteckt das aber auch war, ne? Ah, Schnauze. Ein bisschen Munition. Kann ich den schieben? Jupsa. Jetzt fett. Müssen wir zwei Sachen dahin schieben? Was ist das? Öffnen. Aktivieren. Widerlich. Ich mag. Ich würde niemals da reinfassen. Ne. Jetzt mache ich eine neue hoch. Ach lol, ich muss da drauf stehen bleiben und dann darüber. Rüber. Und was ist das? Keine Ahnung. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was hier überhaupt gerade passiert. Magnum-Munition schon wieder. Ich drücke einfach hier sämtliche Hebel und Knöpfe. Vielleicht gleichzeitig? Ne, oder alle drei so? Ne, der ist ja dafür. Für Orange und Gelb. Wofür Gelb ist, weiß ich auch nicht. Blau. Ah, ich muss dann schnell sein, weil ich brauche ja den Orangen. Oder reicht das nicht, wenn ich den mache? Doch, das reicht auch. Ah, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wieder zurück. Blub, 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 blub. Verschwörer. Okay. Lass mich überlegen. Wofür waren aber die anderen Hebel, die da hinten sind? Okay. Zum Glück ist das alles hier nicht gruselig. Sondern einfach nur eklig. So, wir müssen den hier machen. Dann kommt der. Dann müssen wir den hier machen. Dann kommt der. So. Und die zwei sind jetzt wofür da? Das ist ein Weißer, der macht Weiß. Wo ist denn Weiß? Weiß ist der da. Das ist Weiß. Bleibt der oben oder geht er auch runter? Ich glaube, der geht auch runter, ne? Oder der bleibt oben. Oder er geht runter. Ich glaube, der bleibt oben. Nein, der geht runter. Okay. Dann mache ich nochmal alle hier. Alle oben bleiben.
Und jetzt rennen! Ah, wir haben den hier vergessen! No! Ich muss unterwegs die alle nochmal ziehen. Okay, zweite Mal am Fisch gestorben. Ich frage mich, wie oft das Schwein gestorben ist. Oder wie oft seid ihr gestorben? Das würde mich auch mal interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich habe das beim ersten Mal geschafft. Schön. Bin ich wirklich stolz auf dich? Und die anderen so? Ich habe das auch alles beim ersten Mal geschafft. Cool. Ihr seid alles Vollprofis. Ich bin hier in Lappen. So, einmal hier Magnum-Munition schon wieder. So. Das, das und das. Hoch, 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 hoch. Das nochmal. Und jetzt hier rüber. Dann hier ganz easy. Wo kommt denn der Fische? Nein. Da hätte ich warten müssen. Okay, ich bin dreimal beim Fisch gestorben. Aber das war's. Weil 3, ne, ist Bremers Recht. Und das ist mein Recht. Ach, guck mal, hier war Checkpoint, alles klar. So, jetzt müssen wir warten. Und jetzt können wir gehen. Was? Er ist der Beste? Oh, Kraut! Endlich mal wieder ein bisschen Kraut hier. So, jetzt aber. Ha. Wollte er mich reinlegen? Hat er nicht geschafft. Ich wusste, dass ich kurz warten muss. Komm, jetzt schieben wir mal wieder eine Runde. Was sagt er? Was ist los? Wollen wir nicht hier schon mal? Sieht alles so gleich aus. Ah ne, jetzt müssen wir ja den hier rüberschieben. Stimmt, wir mussten ja jetzt einmal so rum, ne? Um wieder hochzukommen. Kling. Ich sagte kling und da kommt er angesprungen. So, kann ich darüber? Oder warten wir noch einmal, bis er springt? Ich glaube, jetzt können wir rüber. Check. Ein bisschen Money, Money. Ein bisschen Money, Money. So, das muss weg. Das mögen wir nicht. So, lass mich doch mal eben die Lage checken. Wir müssen hier hoch. So, nun müssen wir hier gar nichts machen. Wir müssen den Hebel betätigen. Habe ich. Jetzt fährt der Kahn hoch und hat hier so ein Boot bei sich. Jetzt müssen wir hier runter. In diese Ekelsuppe, ey. Bäh. Ich muss hier weg. Ich muss hier erstmal. Erstmal hier rein. No! Sterbe ich jetzt? Ich hoffe nicht. Ich muss auf. Okay, ich bin gestorben, aber warum? Der erzählt nicht. Der zählt nicht. Wir sind immer noch nur dreimal gestorben. Der zählt nämlich nicht, weil ich glaube, Fehler vom Spiel. So, was genau macht er denn jetzt? Also wir müssen ja da rein und die Blubbel kaputt machen. Oder? Also der Fisch fängt erst an, wenn wir darauf gehen. So, nu. Da kommt der Fisch. Und er greift an. Guck mal, jetzt nimmt er nochmal Anschwung. Und knallt da wieder gegen. Nimmt er wieder Anschwung. Knallt da wieder gegen.
Anschwung. Knallt dagegen. Ich glaube, jetzt sterben wir sowieso, weil das Schiff, glaube ich, sinkt, ne? Okay. Der zählt auch nicht, der Tod, weil der war aus Experimentgründen. Ich muss ja gucken, was da abgeht. Warum wir gerade gestorben sind. Also, der zählt nicht, der Tod. Weil ich musste ja gucken. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Das ist jetzt alles hier auf Geschwindigkeit. Wir müssen hier schnell rein und schnell hier kaputt machen. Wir haben nämlich nicht so viel Zeit. Ich klicke meine Maus wie so ein Wahnsinniger. So, und jetzt können wir hier hoch. Guck, alles easy. Guck mal, jetzt sinkt gleich das Schiff, nämlich. Puff. Siehst du? Und deswegen sind wir gestorben. Ah, da oben. Sag mir nicht, dass... Doch. Ich will ja nicht immer für alles Munition verbrauchen, ne? Oh, jetzt habe ich schon wieder Schluck auf. Ich habe immer Schluck auf, wenn ich aufnehme. Ich bin der Schluck auf Man. Schluck auf Man. Schluck auf Man. Da ist die Kurbel. Ich will aber eben gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Hier haben wir noch was. Kann man nicht hochklettern. Okay, wir müssen erst die Kurbel einsammeln und kurbeln. Und kurbeln. 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 So, geh nicht weiter. Wieder mitnehmen. Und jetzt kommen wir hier nämlich bestimmt hoch, ne? Ja. Zack. Was macht der Fisch da, Mensch? Und jetzt? Arrivederci! Ciao, Bella! Nicht gekriegt. So, jetzt können wir hier kurbeln. Kurbel, kurbel. Okay, reicht. Okay. So, wir haben Strom. Jetzt muss ich... Wie komme ich denn da lang? Und dann... Da hinten lang. Richtig. Richtig, es war jetzt hier lang. Dann war das jetzt... Knöpfe drücken, ja, können wir ja untersuchen hier. So, rot, rot, rot. Rot. Blau. Weiß. Nein, das bleibt rot. Ich komme da nicht hin, zu dem Weißen. Ah, weil ich noch gar kein Weiß übrig habe. Okay, das geht nicht. Blau. Ach, hier ist grün, ne? Okay, ich kann ja alles blau machen, wenn ich will. Ich komme nur da nicht hin. Ich verstehe. Das ist das Schwarze, das Ding. Der Zettel ist falsch. Das heißt, wir müssen ja so gucken. Das heißt, hier oben ist rot. Hier ist rot. Hier ist rot. Hier müsste doch rein theoretisch grün sein. Weil hier gibt es kein Grün. Dann lassen wir Grün erstmal grün sein. Warte mal. Ich bin ein bisschen behindert, weiß ich nicht. So, jetzt muss hier unten eigentlich grün hin. Ach, jetzt soll das blau sein. Ist das gar kein Grün?
Ja, sieht grün. Okay, ja, dann. Das war bestimmt bei Hinterlauf so, ne? Action! Geschafft! Jetzt, guck mal, jetzt geht das ganze Wasser ab. Und wo geht das Wasser hin? Egal. Es wird immer weniger. Was? Ich brauche Wasser? Nächste Folge. Hihi. Nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass ein Abo da und schalte morgen wieder ein. Und dann machen wir. Morgen gibt es dann Filet, ne? Haut rein. Bis dann. Tschüss.